Er hat doch mit Sicherheit schon den Aufzug gehört. Ja! Du! Ja, was ist... Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Aufzug. Ich habe Zeit für diesen Scheiß! Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cyber Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns wieder in der Callisto-Protokoll. Hier haben wir aufgehört, beziehungsweise sobald ich aus dem Menü draußen bin, dort haben wir aufgehört, nur es ist noch übertrieben laut, das ist gerade dramatisch. Deswegen befinden wir uns gerade noch hier. Ich hoffe, euch sagt dieses Projekt bis jetzt zu. Ich find's mega. Ich glaube nur, dass es sehr, sehr asozial sein könnte. Und alter Vater. Allein die kleinen Jumpscares und allein dieser Horroraspekt in diesem Shooter. Oder ja, ob es jetzt komplett ein Shooter ist, weiß ich nicht. Aber allein das ist schon sehr böse. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, genau. Hier haben wir letzte Folge aufgehört. Wir haben da hinten diese Kiste eingesammelt. Und wurden hier angegriffen. Ja! Tschu! Oh, oh. Man erkennt mich hier. Also ich muss mal abwarten lernen. Ja. Oh. 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 Bam, Junge. Ich muss mich echt eingewöhnen. Alter Vater, denn gerade... Ich greife immer zu schnell an. Ich weiche einmal aus und greife dann direkt wieder an, aber ist halt nicht gut. Ne? Denn wenn die zweimal angreifen, habe ich ein Problem. Da kommt bestimmt noch einer, wollte ich gerade sagen. Tja! Ah. Oh. Aber irgendwie mag ich das Kampfsystem. Oh, 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 jetzt bin ich orange. Ich sollte ihn schnell ausschalten und jetzt sollte ich dann auf jeden Fall eine Spitze nehmen. Oh, Finisher! Bam! Okay, dann hätte ich beim letzten Mal noch keine Spritze nehmen müssen. Wir sind noch orange. Jetzt nehme ich aber mal eine, denn... Ah, okay. Jetzt habe ich sie erst gesehen. Diese einzelnen Abschnitte, das sind so meine Leben. Wenn die ganze in der Mitte, also je näher sie zur Mitte hinkommt, beziehungsweise aufhören am Rand zu leuchten, sagen wir es einfach mal so, dann nichts gut. Da bin ich kurz vor Sterben. Also, okay, jetzt endlich habe ich herausgefunden, wie man sehen kann. Himmel, Herrgott. Okay. Wir sind aber gut unterwegs und ich brauche demnächst mal eine andere Waffe, würde ich sagen. Hier hatten wir alles schon erkundet und ich möchte auch nicht weiter da reingehen. Okay, jetzt frage ich mich gerade, sind die jetzt auch wieder Viecher? Ja, wieso? Hä? Wo? Hä? Keine Ahnung, wieso ich da jetzt eine Batterie rein... Wo bin ich? Hallo? Hier bin ich, aber... Ach so, ich musste die... Hä? Das ergibt doch keinen Sinn. Ich habe doch da hinten die Batterie geklaut. Und bin da durchgegangen, da hinten hin. Jetzt muss ich da die Batterie einsetzen, damit ich hier durchgehen kann. Hä? Woher haben die gewusst, dass ich erstmal da hinten hingehe? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die konnten ja nicht riechen, dass ich erstmal da hinten reingehe und die Batterie hole und danach wieder zurückgehe, oder? Also, wenn die Entwickler so weit gedacht haben. Oder so gedacht haben. Alter. Alter, dann... Also, dann... Alter Vater. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Na gut. Da hilft Zahnarzt auch nicht mehr viel. Aber... Hat alles seine Vorteile. Was haben wir hier? Neue automatische Aufnahme. Dr. Caitlin... Schieß mich tot. Wie heißt... Wer bist du? Ah, okay. Das ist die, die uns untersucht hat. Komm hier. Verbrenner. Verschiffung. Wieso habe ich so viele Audios von hier? Hatten wir nicht. Ach so, nee. Wir haben nur die hier. Persönliches Logbuch. Dr. Caitlin Mahler. Heute in Black Iron angekommen. Cole das erste Mal getroffen. Er hat mich dazu autorisiert, das Programm neu zu starten. Das wird nicht einfach sein, aber ich vertraue auf mein Team. Sie wissen genauso gut wie ich, was auf dem Spiel steht. Die Möglichkeiten. Hm. Wow. Also,
Ich finde es gut, dass es hier das alles überhaupt gibt. Aber ja. Diese Audios sind immer so nichtssagend. Die helfen mir jetzt nicht unbedingt weiter. Ich dachte gerade, ich hätte mir was gehört. Okay, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es hier noch richtig coole Kampfmechaniken geben wird. Ich sollte noch eine Sicherung suchen. Noch eine? Hä? Die erste zu finden war schon nervig. Vielleicht war da hinten noch eine Sicherung? Weil hier habe ich die eine ja geklaut. Wo soll ich ihn jetzt noch eine herkriegen? Denkt er das gleiche wie ich? Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Okay. Also ich hätte auch einfach die Sicherung nehmen können, da hinten durchgehen, ne? Hätte, wäre auch möglich gewesen. Also das finde ich hier gerade echt cool. Denn am Anfang dachte ich, dass das Game wäre einfach nur geradlinig. Na, stumpf, eine Richtung sozusagen. Aber nein, ist doch vielschichtiger. Und ich würde da gerne rein. Ich weiß nicht, ob es mir was bringen würde, aber ne? Tür, die offen ist. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Da, die Tür ist auch offen, aber ich komme da nicht rein. Hallo. Oder? Ne, drüber springen kann ich nicht. Okay, dann hier muss ich schon mal nicht hin. Ah, da kann ich rein. Und da kann ich dann... Du siehst mich nicht. Der hat doch irgendwelche Sensoren. Der hätte doch auf jeden Fall merken müssen, dass sich da jemand vorbei crouched. Hier ist aber gar nichts. Na, der Niente. Gar nichts. Wow. Soll ich Schritte? Da komme ich nicht rein. Ich weiß nicht, wie weit ich dahinter gehen kann. Deswegen gehe ich lieber wieder in die andere Richtung. Und gehe nochmal da hinten rein zur Dusche. Vielleicht war ich jetzt hier doch noch irgendwas. Oder es gab hier eine Möglichkeit, in die Sicherung ranzukommen. Die wir da eingesetzt haben. Kann ja sein. Also wird wahrscheinlich nicht so sein, aber kann ja sein. Ich nehme die jetzt einfach lieber. Ich komm. Sicherung. Ach so, das war nur... Ach so, das war die Sicherung. Wow. Wow. Also praktisch, ich hätte auch erstmal nach vorne gehen können, dann wäre Stromausfall und... Ah, ich sehe. Okay, ich habe es mir schwerer gemacht, als es sein musste. Aber... Zumindest hat mir jetzt ein bisschen Nervenkitzel. Okay, weiter geht's. Oh, ich dachte, ich komme da rein. Meinst du mich? Mein Gott, das sieht so aus, als ob das seine Haare wären, die Flammen auf dem Kopf. So cool. Ich frag mich, ob die irgendwie so Burn-Damage machen, wenn man einfach zu nah dran ist. Und Damage over time, je länger der Fight geht. Das könnte gut sein. Dem Spiel kann ich es zutrauen, aber ich weiß es nicht. Oder ich denk's nicht. Aber es wäre ein cooles Gimmick. Abgesehen davon, wenn du jetzt auf jemand einschlägst, der brennt, spürst du dann auch was. Kriegst Damage. Also das wäre eigentlich nur logisch, aber okay. Ich merke auf jeden Fall, lebensmäßig muss ich auf jeden Fall was machen. Aha. Aha. Leben. Okay. Ich habe Leben gefunden. 35 Leben habe ich gefunden. Okay, da muss ich wahrscheinlich dann durch. Alter. Fürchten Sie sie nicht. Hör auf mit dem Scheiß. Unser bestes Selbst. Veränderung kann schwer sein, doch sie ist notwendig.
Lockdown, Lockdown, Lockdown. Okay. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen, dass man mit E da hochgeht, nicht mit Leertaste, wie es in den meisten anderen Spielen ist. Wow, 10 Sekunden später schon wieder vergessen gehabt. Wo bist du? Bin durch die Krankenstation durch. Suche noch das Waffenlager. Okay, du bist bald da. Geh einfach weiter. Woher weiß er, wo genau ich bin? Wenn ich sage, ich bin bald da, ich hätte ja auch jetzt statt nach links, nach rechts gehen können. Theoretisch. Dann wäre ich doch, hätte ich mich doch dann davon entfernt. Hallo? Oh oh. Oh oh. Hallo, gegen zwei jetzt oder was? Was glaubt ihr, was ich bin? Aua. Er läuft jetzt weg. Hallo? Okay, ich habe einen getötet, also läuft er weg. Oder er holt jetzt einfach nur seine Freunde. Ist wer mein? Nach dem Motto, ich habe ihn jetzt laufen lassen, jetzt gibt er den anderen Bescheid und dann kommt er jetzt gleich mit noch zwei Freunden. Dann wird es ja nicht zwei gegen einen, sondern drei gegen einen. Ich hoffe, ich irre mich. Ja. Okay, merkt ihr, wie das so rattert hier? Crazy. Crazy. Jetzt langsam wird's echt nervig. Ich muss die Steuerung umstellen. Vielleicht bin ich es auch einfach noch zu sehr von Devil in Me gewöhnt. Da hat man alles mit der Taste gemacht. Elektrowaffe. Das Lager wurde schon ausgeräumt. Hier liegt nur noch ein Schocker rum. Was? Die, warum? Nein, ich mag beides. Gut, die Waffe ist cooler, aber warum hat er nicht beides? Du bist fast am Wachturm. Ich musste mich durchschleichen, aber jetzt ist da keiner. Sollte also kein Problem sein. Oh, oh, was mache ich da? Alles klar. Das wollte ich noch nicht. Genau da höre ich was. Oh, warte mal, das hier könnte eine Werkbank sein. Die man vielleicht jetzt noch nicht... Ja, oha. E-Spammen! Bam! Aua! Das Problem ist, selbst wenn wir uns beide gegenseitig treffen, von denen gibt es 10.000, von mich gibt es nur einmal. Okay, jetzt sehen wir, hinten an meinem Nacken, wir haben ungefähr jetzt die Hälfte der Leben verloren. Wobei, drei Viertel der Leben, na, zwei Drittel der Leben verloren, weil, na, Mitte. Aber ist gut zu wissen. Also ein Hit können wir noch kassieren, bei zwei Hits wird's eng. Ich hätte doch leicht auswählen sollen und nicht mittel. Das ist gerade stressig. Aber, es soll ja eine kleine Herausforderung sein. Wie man einfach die Viecher unter den Wänden hört. Oha. Die sind richtig aggressiv. Hallo? Freunde? Hallo? Was? Kein Fight hier an der Stelle? Was ist denn da los? Hier ist auch kein Fight. Das Spiel überrascht mich. Ich würde gerne mal wieder den anderen Dude sehen, um ehrlich zu sein. Das war so schön, als ich noch hier einen Kollegen hatte. Okay, wenn ich... Das hier müsste so ein Healing sein, ne?
Wenn eins drin ist. Jo, dann nehme ich eins noch, denn... Na, lieber kann ich drei Hits tanken, als dass ich nur einen Hit tanken kann. So, wie gesagt, vielleicht Verschwendung. Aber ich muss erstmal ins Game reinkommen. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Und hier war doch irgendwo der Dude. Ja. Wo ist er hin? Der Dude, der in seiner Zelle war. Den ich vorhin versucht habe zu hauen. Ah, das sind wieder zwei. Egal, voll Truppe. Ich würde gerne nur einen anlocken. Oder ich ignoriere sie komplett. Muss ich zu denen? Vielleicht reicht es ja auch einfach, wenn ich wieder hier hingehe. Natürlich nicht. Das wäre auch viel zu einfach. Da wäre ja keine Gegner oder sowas. Nein. Gut, wir müssen auch nicht dahin, aber... Hätte ja sein können, dass wir da irgendwas finden. Ja, okay, die rasten immer noch komplett aus. Scheinbar sind die nicht von Anfang an so. Sondern das sind normale Zellen, Brüder, die sich infizieren und dann so mutieren. Hallo. Hallo. Ja. Hm. Ha! Tschüss, das war Damage. Ei, das ist immer, das sieht so schmerzhaft aus, ey. Übertrieben schmerzhaft, wenn er da so an die Kniekehle oder in die Kniekehle tritt. Oh, aber langsam komme ich rein. Langsam komme ich rein. Kollege, kommst du zu mir rüber? Das wäre sehr freundlich, danke. Vielleicht hätte ich ihn da schon schlagen können. Als er da drüber gesprungen ist. Ich frage mich, ob es auch sowas wie richtiges Timing-Schlagen gibt. Um dann maximalen Damage rauszuholen. Okay. Aber ich gewöhne mich daran. Elias Porter. Das lese ich mir durch. Oder höre ich mir an, oder was auch immer. Denn das ist von meinem Kollegen, mit dem ich jetzt hier gerade interagiere. Dieser neue Warden. Weiß nicht, was ich von ihm halte. Autorisierte Speichermodifikation im Core-Gerät Saflings entdeckt. Okay, also er hat sein Core, hat er irgendwie manipuliert, aber keine Verstöße gegen Gefängnisvorschriften. Das bedeutet, was auch immer er gemacht hat, um da drin zu landen, er hat sich gut angestellt. Das ist schon mal gut. Denn dann ist vielleicht unwahrscheinlicher, dass er uns hintergeht. Wer da jetzt, oder hat standen, würde da stehen, okay, zehnfacher Mörder, Frauen und Kinder vergewaltigt, bla bla bla. Und rebelliert und so weiter. Mit so einen möchte ich dann doch nicht zusammenarbeiten, auch wenn wir gleich gerade irgendwie im selben Boot sind, aber ne? So jemand hintergeht dich. Okay. Sicherheitssysteme offline. Bleiben Sie in Ihren Zellen. Alles gut. Bald kommt Hilfe. Muss ich jetzt da lang? Oder da lang? Ich weiß das doch nicht. Kollege lebt selber noch. Ah. Irgendwann schlägt er zurück. Warte mal. Nee, nee, nee. Da lang bin ich gegangen. Ich gehe jetzt mal da lang. Ich gehe jetzt einfach mal. Ja, doch. Nee, doch. Ich habe keine Ahnung. Das Game verwirrt mich. Gibt es hier sowas wie einen Rick oder sowas? Ja. Also irgendwie, keine Ahnung. Eine Map oder sowas, das wäre gut. Weil dann hätte ich mir sparen können, dass ich... Wie es aussieht, muss ich hier lang. Okay, aber...
so gesehen ist es eigentlich ganz gut, wenn man nicht alles mitnimmt. Schon verstanden. Okay. Ich schicke Squad 9 rein. Sir? Verdammt. 9 ist ausgelöst. Position halten. Wir schaffen es nicht. Rückzug. Wenn man nicht alles mitnimmt. Gut, dann aktiviert sie alle taktischen Einheiten. Schusserlaubnis erteilt. Stehen. Ich wiederhole. Schusserlaubnis erteilt. Ja, Sir. Aber... Er hat doch mit Sicherheit schon den Aufzug gehört. Ja! Du? Ja, was Wie ist... Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Aufzug. Ich habe Zeit für diesen Scheiß! Ja, wie krass ist er drauf? Okay, habe ich das richtig verstanden? Du stürzt ja ab und dann geht ja alles in den Arsch. Das sieht jetzt echt ein bisschen doof 5, 2, aus. 1. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was hast du getan, hä? Sag's mir. Bist du anders? Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich lebend? Das weiß ich nicht. Als ob ich jetzt das damit eingeschleppt habe. Das ist mein Hund. Du kannst es haben. Komm schon! Okay, er hat krasse Fähigkeiten. Er ist nicht tot. So jemand stirbt nicht. Also stirbt schon, aber nicht so schnell. Er ist nicht tot. Finde den Ausgang. Aber ich? Cool. Hallo. Welcher Loot? Er war hier. Und diese Dinger haben ihn getötet. Geh einfach weiter. Er ist doch... Ich Okay, aber hier? Okay. Es hört sich an, als ob ich gegen eine Scheibe schlage, obwohl da keine Scheibe mehr ist. Von Captain Leon... Ah, das hören wir uns auch noch an, komm. Leon Ferris. Wir haben auf einen Unfall vor dem Torhaus reagiert. Der Ort wurde auf Anweisung des Wardens gesichert. Nur Marlos Team hat Zugang. Hätte nie gedacht, dass ich die alte Warden mal vermissen würde. Die war wenigstens berechenbar. Die alte Warden. Okay. Keine Ahnung, was genau er damit meint, aber irgendwas... Irgendeinen Sinn hat das hier schon. Okay, aber sonst ist hier nichts mehr. Irgendwie gefällt mir dieser Ort hier nicht. Warum ist hier so eine große Schleuse? Please proceed. Ach so, die haben. Okay, ich kapier's. Sorry, da gehe ich gleich hin. Ich will jetzt erstmal noch schauen, was hier ist. Okay, hier ist nichts. Okay, das hier ist einfach nur, weil ich gescannt worden bin oder whatever. Oh, danke. Ich möchte auschecken. Nachwirkungen. Okay, ladies and gentlemen. So wie es aussieht, gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass wir jetzt hier, genau, wir sind jetzt hier, oder Ausbruch haben wir, dass dieser Reiter darüber, kann ich hier wechseln? Ne, keine Ahnung, wie ich da hinwechseln kann. Jedenfalls sind wir jetzt scheinbar, oder haben wir das erste Kapitel durch, Ausbruch, und sind jetzt beim zweiten Kapitel, Nachwirkungen, oder das erste war Tutorial, keine Ahnung. Jedenfalls, Ladies and Gentlemen, wir sind jetzt auch schon bei angenehm 25 Minuten, bisschen kürzer. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, wie es weitergeht an dieser Stelle, was uns noch zu erwarten hat und vor allem, ob dieser kranke Sack, also nicht kranke Sack, aber dieser Ferris oder wie er heißt, ob er noch im Leben ist und uns irgendwann in den Arsch treten möchte. Bin ich mir ganz sicher, aber mal schauen. Das sehen wir im nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ach ja, weil ich vergesse, Feedback noch gerne in die Kommentare, wenn ich es noch nicht getan habe. Bis zum nächsten Mal kann ich noch drauf eingehen und kann dann was ändern für die nächsten Videos. Aber jetzt erstmal, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.